Soeben hat Apple die zweite Beta von iOS 15.4 für Entwickler veröffentlicht und in diesem Video schauen wir uns einmal alle Änderungen und Neuerungen an, die mit diesem Update dazukommen. Sollten dich übrigens Videos zu neuen iOS oder iOS Beta-Versionen interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns alle Neuerungen in iOS 15.4 Beta 2 direkt nach dem Intro etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir mit der Pressemitteilung, die Apple heute veröffentlicht hat und dabei geht es um ein Feature, nämlich Tap to Pay with iPhone und diese Funktion hat Apple per Framework für Entwickler in iOS 15.4 Beta 2 integriert. Mit dieser neuen Funktion ist es nicht mehr nur möglich, Zahlungen über Apple Pay durchzuführen, sondern man kann auch Zahlungen entgegennehmen und das ist zum Beispiel in der Gastronomie oder im Einzelhandel sehr praktisch, wenn man dann eben das iPhone sozusagen als Lesegerät verwenden kann und dann können eben andere Nutzer mit ihrem iPhone über Apple Pay oder eben auch mit Kreditkarten ganz einfach zahlen und diese ganzen extra Geräte, die man sonst benötigt hat, die sind dann nicht mehr notwendig, sondern man benutzt sozusagen nur noch das iPhone dafür. Diese Funktion wird zuallererst in den USA verfügbar sein, wann das Ganze dann in der EU oder auch in Deutschland verfügbar ist, ist aktuell noch nicht klar. Auf jeden Fall ist das ein ziemlich praktisches Feature, was aber auch sehr viele Firmen obsolet macht, die eben genau solche kleinen Geräte angeboten haben, meistens in Abo-Systemen, womit man eben zahlen konnte und das Ganze wird dann eben komplett durch das iPhone ersetzt, daher auf jeden Fall für einige Firmen mit Sicherheit nicht so die beste Ankündigung. Solltet ihr Probleme gehabt haben, euer Covid-Zertifikat aus der Apple Health App in Apple Wallet zu transferieren, dann sollte das Ganze mit iOS 15.4 Beta 2 behoben worden sein. Mittlerweile müsst ihr dafür nicht mehr 24 Stunden warten. Das Ganze sollte jetzt relativ schnell als verabreicht bzw. als verifiziert, als genehmigt deklariert werden und dann könnt ihr eben auch das Ganze in Apple Wallet übertragen. Und solltet ihr in der Schweiz, in Liechtenstein, Kap Verde, Nordmazedonien oder Palästina wohnen und Probleme gehabt haben, euer Impfzertifikat hinzuzufügen, dann wurde das jetzt ebenfalls in der zweiten Beta von iOS 15.4 behoben. Das heißt, jetzt könnt ihr das Ganze noch einmal ausprobieren, ob es jetzt funktioniert, dass ihr eben euer Covid-Zertifikat in Apple Health und daraufhin auch in Apple Wallet hinzufügen könnt. Neben diesen Neuerungen und Fehlerbehebungen hat Apple natürlich noch diverse weitere Bugs gefixt und außerdem sind viele weitere neue Frameworks jetzt für Entwickler verfügbar. Dazu hat Apple in den Release Notes auf jeden Fall einige erwähnt. Dementsprechend gibt es jetzt natürlich diesen ganzen Funktionsumfang, der iOS 15.4 eben bietet, auch für Entwickler. Das heißt, sie können eben ihre Apps auf der Basis dieser neuen Funktion dann mit den Frameworks umsetzen, um eben weitere Features zu ermöglichen. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ich euch wieder auf den neuesten Stand bringen konnte, was iOS 15.4 Beta 2 so angeht. Solltet ihr noch weitere neue Funktionen oder Änderungen gefunden haben, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst jetzt auch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr die zukünftigen Beta-Versionen nicht verpasst und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!